benutzt man gewöhnliche Dinge auf seltsame Weise, um das Leben zu vereinfachen. Seht euch eine neue Zusammenstellung von Lifehacks an. Ich werde meine Sachen bügeln. Ich nehme mein Bügeleisen. Aber stimmt, ich brauche noch Spray. Ich lasse das Bügeleisen für eine Minute stehen. Und in der Zeit kann meine Freundin ihr Frühstück erwärmen. Wir wickeln ein Stück Folie um eine Klebebandrolle. Imitiert die Griffe. Und jetzt ist es eine Folienpfanne. Dann brauchen wir die Zutaten für ein Spiegelei. Dreht das Bügeleisen um und legt die Do-It-Yourself-Pfanne auf die Bügelsohle. Wir legen zwei Scheiben Wurst hinein und geben das Ei hinzu. Jetzt brät es. Etwas Salz dazugeben und mit Kräutern oder Gewürzen bestreuen. Guten Appetit! Genießt euer Spiegelei! Obwohl meine Freundin es nicht mag, wenn ich ihr Eisen so verwende. Während meine Freundin mein Bügeleisen benutzt, benutze ich stattdessen ihren Kocher. Ich öffne den Deckel und halte dort meine Kleidung über den Dampf. Seid aber vorsichtig, passt auf eure Hände auf. Dampf entfernt Falten schnell und einfach. Meine Freundin braucht mein Bügeleisen nicht mehr. Ich auch nicht. Ich habe meine Kleidung mit einem Wasserkocher geglättet. Das Spiegelei war nicht gerade viel. Ich habe immer noch Hunger. Aber ich habe noch eine tolle Idee. Wir brauchen Käse, Wurst und Toast für ein Sandwich. Und ein Stück Alufolie. Wickelt es um eine Scheibe Toast und platziert das heiße Eisen obendrauf. Wartet dann, bis das Brot geröstet ist. Wiederholt es auch für die andere Toastscheibe. Lasst uns ein gegrilltes Sandwich machen. Deckt es mit der Folie ab und legt das Bügeleisen drauf. Wenn der Käse anfängt zu schmelzen, entfernen wir das Bügeleisen. Das gegrillte Käsesandwich ist fertig. Jetzt kennt sie das Hauptgeheimnis meiner Kochkünste. Meine Freundin will auch mal probieren. Ja, schmeckt wirklich gut. Jetzt genießen wir zusammen dieses köstliche Sandwich. Was kann man tun, wenn man glattes Haar hat, aber locken will? Ihr braucht einfach nur Cola-Dosen für einen neuen Hack. Ich zeige meiner Freundin, wie man schöne Locken bekommen kann. Ich nehme eine Dose und verwende sie als Lockenwickler. Dann rolle ich eine breite Haarsträhne nach oben und befestige sie mit einem Gummiband. Je mehr Dosen, desto mehr Locken. Perfekt! Mal eine andere lustige Methode. Ihr könnt so auch am Cosplay teilnehmen. Ich mag deine Haarfarbe. Warst du beim Friseur? Was, eine neue Methode? Diese neue Methode wird eine alte Badekappe genannt. Ihr braucht dafür eine gebrauchte Badekappe und macht überall kleine Löcher hinein. Dann setzt die Kappe auf. Und dann bräuchtet ihr eine Häkelnadel, um Strähnen durch die Löcher zu ziehen. Wenn ihr eine Disco-Frisur haben wollt, lasst die Kappe auf. Wenn ihr aber eurem Haar Farbe verleihen möchtet, färbt die Strähnen. Es ist so einfach wie Kuchen backen. Was aber nicht so einfach ist, ist sich davon abzuhalten, loszulachen. Da wir komische Sachen auf den Kopf tragen. Cola-Dosen statt Haarlockenwickler und eine löcherige Badekappe. Sehr lustig. Man kann so viele Dinge testen. Wenn ich auf dem Sofa sitze, ist es schwer, nach Snacks zu greifen, da der Tisch so weit weg ist. Ihr wisst bestimmt genau, was ich meine. Meine Freundin hat bald keine Lust mehr, mir ständig Sachen zu reichen. Wir brauchen zwei Dosen Pepsi, eine Mütze und ein Gummiband. Wir messen die exakte Länge ab. Ihr braucht zwei Stücke, um den Dosenumfang anzupassen und ein Stück, um die Höhe anzupassen. Setzt dann die Dose in die Mütze. Dann machen wir zwei Schnitte in die Mütze und führt das Band durch die Löcher. Vernäht es auf der anderen Seite und wiederholt es für die anderen Bänder. Macht den gleichen Kappenhalter auf der anderen Seite. Schaut, ob sie genau gleich hoch angelegt sind. Dann machen wir einen kleinen Schnitt am Ende eines Trinkhalms und wir setzen einen anderen Strohhalm hinein. Ich komme mit meiner fantastischen Mütze zurück und lege sie auf dem Kopf von meiner Freundin. So kann sie sitzen bleiben und bequem trinken. Ich muss nicht mehr ständig aufstehen und ihr alles rüberreichen. Und für mich habe ich auch einen mega Trinkhalm. Super praktisch. Ich werde Sahne herstellen. Hier ist mein Mixer und ein Schneebesen. Aber wo ist der andere? Puh, ist das warm. Während ich nach meinem Schneebesen suche, nimmt sie meinen Mixer. Sie will etwas Spezielles ausprobieren. Seid gespannt. Wir brauchen ein buntes Stück Papier. Dann müsst ihr ein Stück doppelseitiges Schaumstoffband auf der Rückseite befestigen. Klebt dann den Papierpropeller auf den Schneebesen. Ich habe den Schneebesen gefunden. Aber wo ist mein Mixer? Aha, meine Freundin hat einen Ventilator daraus gemacht.
Sie stellt sich sicher vor, dass sie in einem Luxusauto sitzt. Hey, ich brauche meinen Mixer. Wach auf. Na schön, ich komme ohne den Mixer zurecht. Nichts kann den Chefkoch aufhalten. Wir brauchen einen Bohrer und setz dort den Schneebesen hinein. Es sieht komisch aus, aber es ist ziemlich effektiv. Ihr könnt Sahne und Schrauben mit demselben Gerät schlagen und drehen. Es scheint eine echte Herausforderung zu sein, ihre welligen Haare zu kämmen. Der Kamm und auch das Glätteisen bleiben ständig daran hängen. Aber meine Freundin hat wohl einen guten Hack für lockige und widerspenstische Haare. Wir gehen wie folgt vor. Ich befeuchte ihre Haare. Meiner Freundin passt es gar nicht und sieht es als Folter an. Wenn sie weg ist, verstecke ich besser das Spray. Zur gleichen Zeit bereitet sie eine weitere Folter vor. Sie legt mir ein Sieb auf den Kopf. Aber warum? Sie legt dann die nassen Haarsträhnen in ein Sieb und trocknet sie mit einem Föhn. Ich hoffe, ich werde es überleben. Helft mir! SOS! Benutzt diesen Trick, um lange Locken zu trocknen. Im Gegensatz zu einem Diffusor hat jeder in der Küche ein Sieb, lockert dann das trockene Haar. Die Locken und Wellen sehen gepflegt aus. Wow, echt beeindruckend. Ich werde das Sieb jedes Mal benutzen, wenn ich meine Haare trocknen will. Ich will einen leichten Snack. Ich nehme eine Banane. Aber meine Freundin benimmt sich total merkwürdig. Warum? Sie sieht aus, als wäre sie ein hungriger Affe, der mir die Banane wegschnappen will. Sie liegt mit dem Handy in der Hand auf dem Sofa. Die Banane scheint perfekt auf dem Touchscreen zu funktionieren. Ihr könnt es anstelle eurer Finger verwenden. Cool! Ihr könnt die Banane für die Arbeit am Handy verwenden und als Snack danach. Meine Freundin ist gekommen, aber wo sind die Hausschuhe? Wir entfernen den Deckel und zerdrücken die Flaschen. So ist etwas Platz unter dem Etikett. Wiederholt dann diesen Vorgang für eine andere Flasche. Jetzt haben wir Hightech-Hausschuhe, die ihr eurer Freundin anbieten könnt. Sie sehen zwar nicht so besonders aus, aber schützen vor dem kalten Boden. Meine Freundin weint. Hey, was ist passiert? Warum weinst du denn? Ach so, sie schneidet nur Zwiebeln. Aber schau, ich habe eine super Idee. So kannst du dir die Augen schützen. Wir brauchen eine Taucherbrille. Entferne schnell die verschmierte Wimperntusche. Und keine Tränen mehr. Jetzt seid ihr voll ausgestattet. Seid wachsam, Zwiebeln. Wir machen eine Party. Es soll schön dekoriert sein. Und wir brauchen viele funkelnde Ballons. Wie kann man sie funkeln lassen? Macht einfach etwas Glitzer hinein und pustet die Ballons auf. Die Party wird unvergesslich. Um den Glitzer gleichmäßig im Ballon zu verteilen, versucht das. Ihr braucht den Kopf von eurer Freundin. Sie wird bestimmt nichts dagegen haben. Reibt den Ballon gegen ihre Haare. Wenn der Ballon gerieben ist, erhält er eine statische Aufladung. Die bewirkt, dass das Glitzer am Ballon kleben bleibt. Es verhindert auch, dass es sich verteilt. Jetzt sind meine Ballons bereit für die Party. Ob meine Freundin Zucker im Tee braucht? Oh, und sie verbrennt sich mit dem heißen Löffel. Wenn das passiert, verwendet diesen intelligenten Hack. Wir brauchen eine Wäscheklammer. Klemmt ihn dann auf den Löffel. So könnt ihr bequem den Löffel rühren. Und er schützt eure Finger vor Verbrennungen. Wir klemmen eine Wäscheklammer auf die Nase, um ein lustiges Schnabeltier zu imitieren. Komm, wir machen Selfies. Aber pass auf deine fliegenden Haare auf. Keine Panik, wir brauchen kein trauriges Schnabeltier. Ich kenne den richtigen Hack. Wenn ihr kein Haarspray mehr habt, verwendet einen alten Trick. Wir geben ein paar Löffel Zucker in eine Tasse und gießt heißes Wasser dazu. Gut verrühren. Dann gießen wir es in die Sprühflasche. Testet, dass die Flüssigkeit an den Händen haftet. Jetzt sprühe ich es auf die Haare von meiner Freundin. Zucker klebt an den Haaren, um die Frisur glatt zu bekommen. Jetzt können wir Selfies machen. Meine Freundin redet wie eine Weltmeisterin. Und sie zeigt auch gerne ihre Fotos. Davon werde ich immer so müde. Es fällt schwer, die Augen offen zu halten. Also benutze ich ein Lifehack, um mir zu zeigen, dass ich total begeistert bin. Wir schneiden ein Augenbild aus und bringt doppelseitiges Klebeband an. Dann kleben wir die Papieraugen an den geschlossenen Augen. Stellt euch vor, ihr redet und eure Freundin blinzelt überhaupt nicht. Meine Freundin bemerkt jedoch meinen Trick. Sie macht ein Foto von meinen seltsamen Augen
Hey, ich gebe dir mein Auge. Jetzt hast du drei. Jetzt ist es Zeit für ein Selfie. Es hat den ganzen Tag geregnet. Ich will nicht rausgehen. Meine Füße werden sonst nass. Meine Freundin bringt große Plastiktüten mit. Sie braucht sie nicht mehr. Ausgezeichnet. Das ist genau das Richtige, um meine Füße trocken zu halten. Ich decke damit meine Füße ein, zieh die Stiefel an und dann ab nach draußen. Wie fandet ihr das Video? Schreibt uns, welche Hacks ihr nützlich fandet. Ein Spiegelei auf einem Bügeleisen, Locken mit Dosen, Zwiebeln mit der Brille schneiden. Vergesst nicht zu abonnieren und zu kommentieren.